بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag, inshallah kurzen Vortrag, an diesem gesegneten Abend. Und inshallah werden wir in diesem Vortrag über etwas Wichtiges sprechen. Etwas sprechen, was wir alle erleben, was wir alle einfach in unserem Leben einfach jeden Tag haben. Und zwar begegnen wir jeden Tag sind wir jeden Tag gefordert. Wir sind jeden Tag erschöpft, wir werden jeden Tag getestet. Wir sind in der Dunya, ganz einfach, kurz gesagt. Wir sind in der Dunya und die Dunya ist so, dass man in ihr geprüft wird. Es ist ein Ort, wo man geprüft wird. Und jeder von uns hat jeden Tag zu kämpfen mit verschiedenen Sachen, mit verschiedenen Aspekten, mit verschiedenen Gefühlen, mit verschiedenen Anfeindungen. Jeder Muslim hat jeden Tag verschiedene Prüfungen, ja, und muss vieles erleben und muss vieles aushalten. Und viele von uns, besonders in der heutigen Zeit, fühlen sich einfach kraftlos und schwach und müde und depressiv und haben Probleme und sind bedrückt und haben ein bedrücktes Herz und sind besorgt und haben viele verschiedene Probleme, finanzielle Probleme, Probleme mit der Familie, Probleme auf der Arbeit, Probleme mit den Ämtern, Probleme hier und Probleme da und Allahu musta'an. Und das hat natürlich sehr, sehr viele Gründe, ja. Natürlich, die meisten Gründe, die wir haben, sind unsere Sünden. Die größten Probleme, die wir haben, sind die Probleme, die wir alle haben. Und das sind die Probleme, die wir uns selber machen. Jeden Tag machen wir es aufs Neue, machen wir uns selber wieder Probleme, ja. Wir wollen genießen und durch diesen Genuss müssen wir wieder leiden. Und so ist ein Zirkel, in dem man sich befindet. Und ein Kreislauf, ja, und es ist immer das Gleiche. Und deswegen, liebe Geschwister, und das ist ein großer Grund, und vielleicht der größte Grund, sind die Sünden. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, und wenn euch eine Prüfung trifft, wenn euch eine Katastrophe trifft, wenn euch irgendein etwas Schlechtes widerfährt, so ist das für das, was eure Hände vorausgeschickt haben. Es sind für eure Taten. Ja, du hast Probleme, Geldprobleme, wegen deinen Sünden. Du hast Probleme mit deinem Ehemann, wegen deinen Sünden. Du hast Probleme mit deinen Eltern, wegen deinen Sünden. Meistens ist das so. Und fast immer ist das so. Natürlich gibt es auch Prüfungen bei bestimmten Dienern Allahs Azza wa Jal, die nicht, wie zum Beispiel bei den Propheten, nicht, dass das kommt durch Sünden, die man begangen hat, sondern bei manchen Menschen, und das ist, glaube ich, bei den wenigsten Menschen, bei den ganz, ganz Gottesfürchtigen, bei den rechtschaffenen Menschen, ist das dann eine Prüfung und nur eine Prüfung, um ihre Stufen zu erhöhen im Paradies, um ihnen etwas zu geben, was sie normalerweise nicht erreichen konnten. Aber bei uns, also bei mir natürlich und bei vielen von uns, unter uns, sind die Prüfungen, die wir haben und die Probleme, die wir haben, das Resultat unserer eigenen Fehler und Sünden, die wir machen. Aber, liebe Geschwister, es hat auch viele andere Sünden, viele andere Gründe. Und zwar, andere Gründe sind, dass wir einfach, wie wir leben, das Leben, was wir leben heutzutage, ist einfach Katastrophe. Ja? Was wir essen, ist Katastrophe. Was wir trinken, ist Katastrophe. Und das habe ich ja schon mal erwähnt. Ja, wir essen und trinken eigentlich mehr oder weniger illa man rahima rabbi, außer die Allah erbarmt hat, und das sind die allerwenigsten. Wir essen und trinken eigentlich alle nur, also ja, ich will jetzt nicht, dass man das falsch versteht, die Nahrung Allahs oder die Gnaden Allahs
als schlecht reden oder das darf man natürlich nicht, aber wir essen eigentlich im Grunde genommen nur Müll. Nur Chemie und Zucker und Farben und Chemie, alles, was ungesund ist und alles, was schlecht ist. Und ich kann mich leider davon leider nicht freisprechen, aber es ist einfach nur mal die Wahrheit. Ja, wir essen nur Sachen, die uns schaden, Sachen, die, ja. Und das ist ein anderer Grund. Ja? Wir leben ungesund, wir essen schlecht, wir trinken schlecht, wir essen zu schlechten Zeiten, wir essen zu viel, trinken zu viel und so weiter und so fort. Das ist wiederum ein anderer Grund, warum wir uns so schlecht fühlen. Ja, warum wir uns so schlecht fühlen, hat ja viele Gründe. Und wie gesagt, Sünden ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ein anderer Grund ist die Nahrung, was wir essen, wie viel wir essen, wie wir essen, wann wir essen. Ja, das ist alles, hat auch damit zu tun. Aber ich wollte heute, liebe Geschwister, euch einen anderen Grund nennen, beziehungsweise nicht die Gründe nennen. Auch, dass wir unwissend sind. Unwissenheit. Unwissenheit in diesen Sachen, was gesund ist, was ungesund ist. Unwissenheit in der Religion. Dass wir natürlich, wir machen viele Sünden, weil wir auch gar nicht wissen, dass sie Sünden sind, dass das Sünden sind. Oder gar nicht wissen, wie groß die Sünden sind. Oder nicht wissen, wem wir gegenüber sündig sind. Ja, oder sündhaft sind. Aber ich wollte heute mit euch, liebe Geschwister, besprechen. Und zwar eine Sache besprechen, eine Medizin mit euch besprechen oder mit euch teilen, die uns alle aus dieser Misere helfen kann. Ja, und viele Geschwister haben das. Viele Geschwister haben Probleme, gesundheitliche Probleme, Depressionen, ihre Gefühle, ihre Herzen, ihre Gedanken, Waswas, viele, viele verschiedene Sachen. Viele von uns haben Probleme, viele von uns fühlen sich bedrückt und viele sagen dann immer, ja, okay, ich habe Probleme mit der Magie, mit Ein, ja, mit bösem Auge, Neider, Ein, Hasad, ja, Eifersucht und wie nennt man das nochmal? Neid und diese ganzen Symptome oder diese ganzen Sachen, die uns natürlich auch treffen können. Und das ist natürlich sehr, sehr weit verbreitet, so wie es auch im Hadith erwähnt ist. Aber was ist die Medizin, liebe Geschwister? Was ist die beste Art und die einfachste Art? Ja, Barakallahu fikum. Was ist die einfachste und die beste Art, Stärke zu finden, stark zu sein, seinen Körper streng, Stärke zu finden und den täglichen Herausforderungen standzuhalten und einen kräftigen Körper zu haben, ein kräftiges und also alles, Körper, Geist, Seele, auch spirituell, wie kann man das so schaffen? Weil der Prophet Muhammad sallam, liebe Geschwister, der Prophet sallam, er hat sehr, sehr viel damit gekämpft. Er hatte sehr viele Feinde. Über ihn wurde, ja, er ist der Botschafter, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und über ihn wurde gelogen und erfunden. Und man hat ihn beleidigt, der Lüge bezichtigt. Sahir, Kazzab, Sha'ir. Er ist ein Poet. Er ist ein Lügner. Er ist ein Magier. Er ist dieses. Er ist verrückt. Das hat man über ihn gesagt. Alles hat man ihm vorgeworfen. Und es hat ihn auch gekränkt, dass die Leute nicht die Wahrheit akzeptieren wollten. Wie Allah Azzawajal sagt im Koran, la'allahu yadiqu sadruka bima yaqulun. Ja, vielleicht findet deine Brust ist zusammengedrückt wegen dem, was sie dir sagen, was du von ihnen hörst, an üblen Dingen, die sie dir vorwerfen. Oder wie Allah Azzawajal sagt im anderen Vers in Suratul Kahf, ja, wo Allah Azzawajal sagt, am Anfang von Surat al-Kahf, wenn ich jetzt die ganzen Verse rezitiere, weil das ist nicht jetzt die ersten Verse, die ersten, vielleicht unter den ersten 10. Wie ist der Vers nochmal? Jetzt fällt er mir gerade nicht ein. بسم الله الرحمن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه
Genau. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ Nicht das. Oh, Allah Azza wa Jalla spricht zu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und er sagt zu ihm, genau, Barakallahu Fiki, vielleicht Allah Azza wa Jalla spricht zu dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und sagt ihm, yani, nimm es ruhig an, ja, mach dir nicht so einen Druck, weil der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, es gibt mehrere auch andere Verse, dass der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eine enge Brust hatte und traurig war und bedrückt war, weil die Leute die Wahrheit nicht angenommen haben. Weil die Leute einfach sozusagen den Weg ins Paradies abgelehnt haben. Ja, und er war so besorgt um sie. Ja, es war sein Stamm, es waren seine Leute, es war seine Familie. Ja, und er war so besorgt um die Menschheit. Und deswegen hat er eine bedrückte Brust gehabt. Allah Azza wa Jalla sagte zu ihm, nein, langsam. Er sagte zu ihm, langsam. Warum? Die Rechtleitung liegt in der Hand Allahs. Allah leitet recht, wen er will. Allah weiß, was in den Herzen ist, was in der Brust ist. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das eine Sache, die der Prophet Muhammad erlebt hat. Er hat gelebt Zeiten, wo es ihm gut ging. Und er hat sehr, sehr viel und sehr, sehr oft Zeiten gelebt, wo er sehr, sehr bedürftig war. Wo er bi-abi wa ummihu wa sallallahu alaihi wa sallam, Steine um seinen Bauch gebunden hat. Hunger, einfach Hunger. Ja, wo der mehrere Tage hintereinander nichts gegessen hat. Und als er boykottiert wurde von Quraysh in Mekka, haben die über mehrere Jahre hinweg haben sie gehungert. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Sahaba radiallahu anhum, sie haben Blätter von den Bäumen gegessen. Subhanallah. Bi-abi wa ummihu wa sallallahu alaihi wa sallam. So haben sie gelebt. Hat viele harte Zeiten durchlebt. Wo seine Frau gestorben ist, wo der Einzige, der ihn beschützt hat, sein Onkel Abu Talib gestorben ist, wo der in Ta'if, und dann ging der von Mekka weg nach Ta'if, um die Leute dort zu Allah zu rufen. Wie sind sie ihm begegnet? Sie haben Steine auf ihn geworfen und haben ihn blutig geschlagen, subhanallah, sallallahu alaihi wa sallam. Und er hat harte Zeiten durchlebt. Ja, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallams Frau Aisha radiallahu anha, sie sagte, es kam der Mond und er ging, und es kam der Mond und er ging, und es kam der Mond und er ging, und in keinem der Häuser des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bei keiner einzigen Frau, wurde das Feuer angemacht. Es gab nichts zum Kochen. Dann wurde sie gefragt, was habt ihr denn gegessen und getrunken? Dann hat sie gesagt, Al-Aswadan. Al-Aswadan, Wasser und Datteln. Datteln und Wasser. Monate, über Monate hinweg hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nichts gegessen, außer Datteln und Wasser. Und in einer anderen Überlieferung, auch im Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er niemals satt geworden ist von Brot. Ja, so irgendwelchen Körnern, also von Weizenbrot oder ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt. Oder welche Art von Weizen oder Körnern das war. Ja, er ist nie davon satt geworden. Subhanallah. Also er hat nie gegessen, dass er satt wurde. Und er hat so viele. Er hat Kriege gehabt und wurde blutig geschlagen in der Schlacht von Uhud. Ja, wurde er geschlagen, dass sein Gesicht geblutet hat und dass sein Zahn gebrochen wurde. Er hat viele. Aber wie war er denn so stark? Warum war er denn so mutig? Subhanallah. Liebe Geschwister, wie hat er das alles, ja, auf sich genommen, diese Botschaft zu überbringen, zu kämpfen, Menschen großzuziehen, Geduld zu haben, kommt zu ihnen Leute. Araber, Wüstenaraber, die keine Ahnung haben von Benehmen, die sehr, sehr grob sind. Der eine kommt und packt ihn hier, so. Der sagt ihm, gib mir von dem Geld, was du hast. Ja, sowas hat der Prophet erlebt. Aber er war geduldig, er war kräftig, er war mutig, ja, er war stark. Eine extreme Stärke. Aber woher hat er diese Stärke her? Und damit wollte ich, liebe Geschwister, heute mit euch reden. Und zwar, wenn wir uns, liebe Geschwister, das Leben des Propheten Muhammad anschauen und die Befehle Allahs Azza wa Jal, wie man Stärke findet, wie man Kraft findet, ja, wie man seine täglichen Prüfungen überstehen kann und Stärke hat. Stärke physisch, im Körper physisch, als auch seelisch, mental und als auch spirituell, im Glauben, im Herzen, stark zu sein. Und zwar, liebe Geschwister, die größte und einfachste und die beste Medizin dafür ist, Allah Azza wa Jal zu gedenken. Allah zu gedenken, Allah zu erwähnen. So wie es Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, so wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat. Weil wir sind Leute
Wir, also wie ich jetzt zum Beispiel und viele unter uns, wir sind Leute, wann gedenken wir Allah? Wir gedenken Allah, wenn wir eine SMS bekommen. Ey, heute ist Freitag, spricht Salawat auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte was? Akthiru min as-salawat alayya yawm al-jum'ah. Macht viele Segenswünsche oder spricht viele Segenswünsche für mich am Freitag. Ja, normalerweise immer, jeden Tag. Aber Freitag vermehrt, macht viel davon. Okay? Und dann machen wir das, vielleicht, ein bisschen. Ja? Und so mit den anderen Sachen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer das und das so und so oft sagt, das und das so und so sagt, der kriegt das und das und jenes. Aber wenn wir machen es oft, nur wenn wir daran erinnert werden. Und dann machen wir es vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wenn wir es machen, ein wenig. Aber das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah anders aus. Dhikrullah, Allah zu gedenken und Allah, an Allah zu denken und ihn zu loben und zu lobpreisen, das war ein Bestandteil seines Tages von morgens, vom Augenblick, wo er auferwacht, bis zu dem Augenblick, wo er schlafen geht. Der ganze Tag und der ganze Abend und die ganze Nacht ist bei ihm gefüllt von Dhikrullah Azza wa Jal. Gedenken an Allah und Lobpreisung von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil das das beste und größte und gewaltigste Mittel ist, um Stärke zu finden, um aufzutanken, so wie wir unsere Handys aufladen und unsere Autos tanken, ja, und uns, unsere Körper tanken mit Nahrung, ja, so ist die größte und beste Nahrung für Stärke und für Power, liebe Geschwister, zweifellos Dhikrullah Azza wa Jal, mit Beweisen von Koran und Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Leben sah so aus, sein Tag, wie überliefert in Sahih Muslim, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra, und wahrlich, ich bitte Allah am Tag 100 Mal um Vergebung. Und im anderen Hadith bei Abu Dawud überliefert von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, er sagte, und wir zählten bei einer Sitzung, wenn wir mit dem Prophet Muhammad saßen, konnten wir hören, wie er 70 Mal Allah azzawajal um Vergebung bat. Und wo er sagte, O Allah, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. O Allah, vergebe mir und schenke mir die Reue, denn du bist der At-Tawwabur Rahim, du bist der Alabama und derjenige, der die Reue annimmt. Ja, so ungefähr übersetzt. Bei einer Sitzung, das heißt, er hat es den Sahaba beigebracht. Ja, sie sitzen einfach, sie sitzen zum Essen, sie sitzen zum, egal wofür, aber in der Sitzung, ja, wird immer Allah Azzawajal erwähnt. Und das sehen wir auch anhand vieler verschiedener Koranverse. Allah Azzawajal sagt im Koran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Wahrlich, im Gedenken Allahs, in der Lobpreisung Allah, finden die Herzen Ruhe. Ja, das heißt, finden die diese Ruhe, die wir alle suchen. Ja, Ruhe, dass wir nicht nervös sind, dass wir nicht besorgt sind. Diese Ruhe findet man was? Findet man im Gedenken Allahs Azzawajal. Und Allah Azzawajal sagt uns auch im Koran über die Geschichten der Propheten. Und die Geschichten der Propheten sind ja nicht aus Spaß, damit wir unser Abend irgendwie füllen mit Geschichten, damit wir schlafen, etwas zum Einschlafen haben. Nein, es ist für uns eine Lehre für unser Leben, ein Wegweiser, wie man Kraft findet, wie man im Paradies belangt. Und deswegen sagt Allah Azzawajal uns, erzählend von den Geschichten der Propheten, die vor uns waren, Ad, ja, der Prophet Hud, als er entsandt wurde zu Ad, und Ad, dieses Volk von Ad, sie waren ja bekannt für was? Dass sie sehr, sehr kräftig waren. Sehr, sehr kräftige Menschen. Ja? Und das sozusagen, dass sie sogar hochmütig wurden und sie gesagt haben, Man ashaddu minna quwwa. Wer kann uns das Wasser reichen? Wer hat mehr Power als wir? Wer ist stärker als wir? So haben sie geredet. Aber Allah Azul hat ihnen gesagt und über den Propheten, der zu ihnen gesandt ist, Fasabbihu Rabbakum, also glorify, wollte ich gerade sagen, gedenkt eurem Herrn, beziehungsweise bittet euren Herrn, Sabbihu ist übersetzt mit
Lobpreisen, ja? Lobpreist euren Herrn, bittet euren Herrn um Vergebung. Und Allah also sagt, was danach? Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah wird euch noch mehr Kraft zu der Kraft, die ihr schon habt, noch geben. Durch was? Durch Lobpreisung, durch Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Die Kraft, die ihr habt, ihr seid, barakallahu fikum, die Kraft, die ihr habt, diese Power, die ihr habt, Allah wird euch dadurch, dass ihr Allah lobpreist und gedenkt, Allah wird euch Kraft zu dieser Kraft noch dazugeben. Ja, subhanallah. Und wir kennen, und Allah also sagt uns auch in der Geschichte von Nuh a.s., in der Surat Nuh, als Nuh a.s. zu seinem Volk gesprochen hat, was hat er ihnen gesagt? Er sagte zu ihnen, استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allah Azza wa Jalla sagt hier in diesen Versen, dass Nuh alayhi salam, Noah, er hat zu seinem Volk gesprochen und er sagte zu ihm, استغفروا ربكم إنه كان غفارا, bittet eurem Herrn um Vergebung, denn er ist wirklich, wahrlich allvergebend oder vergebend. Bittet ihn um Vergebung. Was passiert, liebe Geschwister, wenn man das macht? Allah sagt uns hier in diesen Versen, استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Bittet ihn um Vergebung, denn er oder er, wahrlich, er ist allvergebend. Was passiert daraufhin? يرسل السماء عليكم مدرارا. Er wird daraufhin von es regnen lassen. Ja, aber stark und richtig regnen lassen. Was heißt Regen? Regen ist Gnade von Allah, das ist Versorgung. Dadurch kommt ja die Ernte raus. Das heißt, dadurch werdet ihr Reichtum bekommen. Rizq, ja, Besitz. Er wird euch reichlich vom Himmel an Regen, an Regenwasser geben, an Besitz geben. Yursilis sama'a alaykum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin. Und er wird euch was geben? Er wird euch Besitz geben. Ja, wir haben alle Geldprobleme, viele von uns haben finanzielle Probleme hier und dort. Das größte und beste Mittel, wie man Cash macht, Business macht, dass man Allah für ihn um Vergebung bittet. Warum? So wie die Gelehrten gesagt haben, es gibt nichts, was Besitz so sehr reduziert wie Sünden. Ja, wir machen alle Sünden jeden Tag und deswegen wird auch unser Besitz weniger und weniger und finanzielle Probleme kommen. Ein Gegenwirken, ja, ist, dass man entweder keine Sünden mehr macht oder dass man Tauba macht einfach, wenn man Sünden gemacht hatte. Das heißt, entweder machst du keine Sünden, dann wirst du inshallah viel Rizq bekommen, viel, viel Versorgung bekommen und Baraka darin bekommen. Oder wenn du sündigst, weil wir Menschen sind und sündigen, wenn du sündigst, dass du Allah um Vergebung bittest. Und das ist der Beweis dafür. Mach Tauba, istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis samaa alaykum midrara. Er wird vom Himmel für euch Regen runterschicken. ويزيد يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. Und er wird euch geben was? Er wird euch einen Besitz geben. Geld, Besitz und andere Arten von Besitz. Er wird euch viel Besitz geben. Und Benin und Kinder. Und Kinder. Und deswegen sagen die Gelehrten, liebe Geschwister, wenn Ehepaare, Familien keine Kinder bekommen, sie möchten unbedingt Kinder bekommen, der größte Ratschlag, den Gelehrten geben, sehr, sehr viel Istighfar machen. Immer Allah um Vergebung bitten. Immer Allah um Vergebung bitten. Sehr viel. Am Tag, jeden Tag Istighfar machen. Allgemein, egal was man für Probleme hat. Wenn man keine Kinder bekommt, macht viel Istighfar. Immer Allah um Vergebung bitten. Hast du finanzielle Probleme? Viel um Vergebung bitten. Hast du Probleme mit anderen Menschen? Viel um Vergebung bitten. Hast du allgemein Probleme? Viel Allah um Vergebung bitten. Bist du in einer großen Prüfung? Allah also um Vergebung bitten. Das ist das Beste, was man machen kann. Die größte und beste Medizin und Rettungsschwimmer, alles, was ist in Allah also zu gedenken und in Allah also um Vergebung zu bitten. Und was sagt Allah also noch? وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Und Allah wird euch was geben? Jannat. Er wird euch Gärten geben und Anhar und Flüsse geben. Das heißt, Belohnung und vieles und Gutes und in Dunya und Akhira, im Diesseits und im Jenseits. Deswegen, liebe Geschwister, sind es ganz, ganz klare Beweise vom Koran. Ja, vom Koran ganz klare Beweise, dass derjenige, der wirklich Kraft braucht, Kraft tanken will, der sich stärken will, in jederlei Hinsicht, körperlich, physisch, mental, im Herzen, egal wie du dich stärken willst,
und spirituell erst recht und sowieso, derjenige soll Allah gedenken und viel Allah gedenken. Wir sollen, müssen versuchen, unsere Zeit zu füllen damit, mit dem Gedenken an Allah Azza wa Jalla. Und deswegen, und das sehen wir an unseren Salaf, radiallahu anhum, an unseren ersten Generationen, dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Leben und das Leben seiner Frauen, seiner Gefährten und deren Nachfolger, deren Kinder und deren besten Schüler. Ja? So sahen wir, dass zum Beispiel große Gelehrte wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, er pflegte, nach dem Fajr-Gebet, das Gebet zu beten, das Fajr-Gebet zu beten, das Morgengebet, und dann blieb er sitzen, bis die Sonne richtig oben war. Ja, das heißt, lange, sehr, sehr lange. Wie lange genau, weiß ich nicht. 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Er saß dort an seinem Ort und hat Allah gedacht. Und als er gedacht und als er gefragt wurde, er sagte, das ist mein Frühstück. Sonst habe ich keine Kraft. Ja, so haben die das gemacht, liebe Geschwister. Er sagte, das ist mein Frühstück, das ist mein Proviant. So tanke ich Power. Sonst habe ich keine Kraft. Ja, für das, was er gemacht hat, subhanallah. Und das sehen wir bei vielen, liebe Geschwister. Vielen von den Sahaba, radiallahu anhum. Und ganz, ganz besonders beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst. Und bei seinen Frauen, Aisha, radiallahu anha. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal kommt, nach dem Morgengebet. Und er, auch ein Hadith, authentisch, er sagte, er ist aufgestanden nach dem Gebet, nach dem Morgengebet, und ist rausgegangen, um Sachen zu erledigen. Und seine Frau Aisha, radiallahu anha, saß an einem Ort, im Haus, oder in der Moschee, sie saß und hat Allah gedacht. Und der Prophet Muhammad ist rausgegangen. Und dann kam der nach langer Zeit, Allahu alam, die Zeit ist nicht angegeben, aber langer Zeit, kam er zurück. 1 Stunde, 2 Stunden, Allahu alam. Nach langer Zeit kam er zurück und er sagte zu ihr, oh Aisha, ja Aisha, sitzt du etwa hier, seitdem ich rausgegangen bin, und gedenkst Allah? Sie sagte, ja. Und dann hat er zu ihr gesagt, oh Aisha, ich bringe dir 3 Wörter bei, 4 Wörter bei, ich bringe dir 4 Wörter bei, wenn du sie 3-mal wiederholst, hast du mehr Belohnung als diese ganze Zeit, in der du hier gesessen hast. Und dann sagte er zu ihr, du sagst morgens, Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ja, das ist eine Art, Allah zu lobpreisen, eine gewaltige Lobpreisung, ja, eine extreme, so du lobst ihn gewaltig, ja, das heißt, dadurch lernen wir was, Lobpreisen ist gut, Lobpreisen ist wichtig, auch die Länge, ja, die gemacht haben, dass sie einfach über lange Zeit hinaus Allah gedacht haben, aber auch was und wie man das macht und was man macht, ja, und zu welchen Zeiten man was macht. Manche Zeiten ist der Koran am besten, manche Zeiten ist eine bestimmte Dhikr-Art am besten. Ja? Wa khairul hadi, hadi Sayyidina Muhammad sallam. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallam. Und deswegen nach dem Gebet ist es am besten, dass man sagt, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Ayat al-Kursi, Qul huwallahu ahad, al-Falaq, al-Nas, so wie es die Sunnah ist. Ja? Und nicht zu der Zeit, am besten ist es nach dem Gebet, direkt wenn man vom Gebet fertig ist, ist es nicht am besten, Koran zu lesen. Koran normalerweise ist die beste Art von Dhikr und Allah zu gedenken. Aber direkt nach dem Gebet ist eine andere. Das, was er gemacht hat, ist am besten. Warum? Weil er hat das gemacht, was seinen Schöpfer am meisten zufrieden gemacht hat. Ja, und er ist unser Lehrer, er ist unser Vorbild. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلِيَوْمَ الْآخِرِ. Ja, und ihr habt wahrlich ein schönes Vorbild im Prophet Muhammad sallam für den, der sich vorbereitet, oder derjenige, der hofft auf Allah und auf den jüngsten Tag. Und das sehen wir auch anhand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst, liebe Geschwister. Ja, wie er seine Tage waren gefüllt, ja, mit dem Gedenken an Allah. Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, er hat Allah gedacht bei jeder Sitzung, egal wann er saß mit den Sahaba radiallahu anhum, er hat immer Allah gedacht. Ja, und deswegen sagt er auch im Hadith, ja, dass man versuchen soll, dass die Zunge immer ratb bleibt, also feucht bleibt, dadurch, dass man einfach es immer im Gedenken an Allah ist. Immer sagt, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte das Beispiel von demjenigen, der Allah gedenkt. Und derjenige, der Allah nicht gedenkt, er sagte das Beispiel oder das Gleichnis von einem, der Allah gedenkt
und Lobpreis und einem, der Allah nicht gedenkt, ist es genau das gleiche, ist genau dieselbe Sache wie ein lebendiger und ein toter Mensch. Ein Mensch, der lebt und ein Mensch, der tot ist. So gewaltig ist der Unterschied zwischen einem, der Allah gedenkt und einem, der Allah nicht gedenkt. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, gehört das zu den größten und besten Taten, die man machen kann, um wirklich Kraft zu tanken, um kräftig zu sein und eine starke Persönlichkeit zu haben und um vieles. Ja, nee, wir hören heute, du machst die Zeitung auf und du liest nur, Muslime haben das gemacht, Terroristen, Extremisten, Bomben, Mörder, dies, das, Islam, Islam, Islam. Ja, sie greifen den Islam an. Du gehst raus und der eine beleidigt dich wegen dem Kopftuch und der andere lacht dich aus wegen deinem Bart und der andere lacht. Wie bist du? Wie kannst du stark sein? Wie kannst du das alles, ja, wie kannst du das einfach alles wegklatschen von dir, ja? Nicht in dich lassen, dass dich das stört, dass dich das bedrückt, dass du zum Beispiel nicht gerne rausgehst, weil du so Angst hast, weil du dich bedrückst fühlst, indem du einfach stark bist, ja, indem du stark bist und stark wirst du damit, dass du Allah viel gedenkst, dass du das genau praktizierst. Und das sehen wir auch in einem wunderschönen Hadith, und zwar im Hadith, als Fatima radiallahu anhu, die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ihr wisst ja, sie war natürlich verheiratet mit Ali radiallahu anhu, und sie kam einmal zu Aisha, zum Haus des Propheten, zum Haus ihres Vaters sallallahu alaihi wasallam, und weil sie war erschöpft und müde, ja, von der täglichen Arbeit, immer jeden Tag, sie haben keine Waschmaschinen gehabt und keine Trockner und keinen normalen Herd und keinen Kühlschrank und gar nichts. Ja, die mussten Sachen schleppen extrem viel, viel Arbeit. Allgemein ist die Arbeit, die eine Frau zu Hause macht, extrem, extrem. Und deswegen möge Allah also unsere Mütter und Ehefrauen und Töchter und alle muslimischen Frauen, die diese Arbeit machen, möge Allah ihnen einen großen, gewaltigen Lohn dafür geben, für diese extrem harte Knochenarbeit, die sie machen. Aber es war früher mal ganz anders, es war mal viel, viel schwerer, ja, ohne Kühlschrank und ohne Waschmaschinen etc. Und ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war, dass meine Tanten in Algerien, dass sie so ein Brett hatten, so ein Brett, wo die hatten noch keine Waschmaschine, subhanallah, und wenn wir manchmal dann im Urlaub dort waren, die haben dann Wäsche, ja, und nur ich und meine Geschwister waren sieben Kinder, die jeden Tag sich 10-mal dreckig machen, und subhanallah, und die mussten dann wirklich jeden Tag schrubben und schrubben auf so ein Waschbrett. Ja, davon kommt das Wort Waschbrett. Die haben dann unsere Klamotten gewaschen mit jedes einzelne mit Waschbrett und richtig, ja, Knochenarbeit. Subhanallah, stellt euch mal vor, wie das vor 1400 Jahren aussah. Und deswegen, und sie war dann irgendwann mal erschöpft von dieser Arbeit, und dann ging sie zum Haus ihres Vaters sallallahu alaihi wasallam und bat ihn um eine Bedienstete, um eine Helferin, eine Frau oder jemand, der ihm zu Hause bei der täglichen Arbeit helfen kann. Aber als sie zu ihrem Vater gegangen ist, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht zu Hause. Dann sagte sie es zu seiner Frau, zu Aisha radiallahu anha, sie sagte zu ihr, kannst du bitte meinem Vater sagen, dass ich ihn darum frage oder ihn darum bitte, dass er uns eine Bedienstete gibt, die uns zu Hause helfen kann, unterstützen kann bei der täglichen Hausarbeit. Und er sagte sie, okay, ich werde es ihm sagen. Und dann ging sie wieder nach Hause. Und dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Aisha radiallahu anha hat ihm das gesagt. Und was hat er dann gemacht? Er ist zu ihr gegangen. Er ist zu ihr nach Hause gegangen, in das Haus seiner Tochter und seines Schwiegersohns Ali radiallahu anhu. Und dann ist er reingekommen und sie lagen schon im Bett. Und sie wollten sich aufstehen oder hinsetzen. Er sagte, bleibt genauso wie ihr seid. Und er sagte zu ihnen, okay, ich habe mir die Nachricht jetzt angekommen, aber soll ich euch nicht sagen, was besser ist, als einen Bediensteten zu haben? Die sagen zu ihm, oh doch, ja, Rasulallah, sag uns, was ist besser als das? Ja, weil sie sagt, ich bin schwach, ich bin krass, ich bin K.O., ja, ich brauche jemanden, der mir hilft, eine Haushaltshilfe. Der Prophet Muhammad gab ihnen einen Ratschlag, was besser ist als eine Haushaltshilfe. Und er sagte zu ihnen, was? Er sagt, wenn ihr euch in euer Bett legt, dann sagt 33 Mal Subhanallah und 33 Mal Alhamdulillah und 33 Mal und 34 Mal Allahu Akbar. Wenn ihr das sagt, es ist besser für euch als
eine Haushaltshilfe zu haben. Ja? Was heißt das? Das heißt, es ist es ist nicht Red Bull, es ist Power, wirklich Power, Subhanallah, ja? Also wirklich Power. Power, dass man wirklich physisch auch Power hat. Und das sind ganz, ganz klare Beweise. Und andere Beweise natürlich gibt es ohne Ende, ehrlich gesagt. Ja? Ohne Ende Beweise im Koran, in der Sunna. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hat uns befohlen im Koran. Und er sagte, Ya yuladin amanu, ista'inu bis sabri was salah. O ihr, die ihr glaubt, ista'inu. Ja? Sucht Hilfe von Allah azzawajal. Worin? In Sabr und in Salah. In Geduld, übt Geduld und im Gebet. Ja, im Gebet. Liebe Geschwister, das Gebet von Anfang bis Ende, beziehungsweise bevor man anfängt und nachdem man schon beendet ist, ist nichts anderes, Entschuldigung, im Grunde genommen nichts anderes, außer Allah zu gedenken. Allah zu gedenken, Subhanallah. Ja, man gedenkt gegen das ganze Gebet. Im ganzen Gebet rezitiert man Koran und sagt Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Rabbi ghfirli, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la. Das ganze Gebet ist Allah gedenken. Ja, von Anfang bis Ende, sogar vor dem Gebet. Und wenn man das Gebet angefangen hat und am Ende des Gebets und nachdem man das Gebet beendet hat, alles ist Dhikrullah. Das ganze Gebet, und das Gebet ist die gewaltigste Tat im Islam. Und Allah sagt zu uns, sucht Hilfe bei Allah, indem ihr was? Indem ihr Geduld übt und indem ihr betet. Ja? Also im Gebet ist Kraft. Ja, und es hilft, die Hilfe Allahs Azzawajal. Und Allah ist euch nah. Subhanallah. Und das findet man, liebe Geschwister, ganz, ganz klar. Und wie gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr viele, Verse im Koran, in denen wir diese Sachen sehen können, ganz, ganz klar sehen können. Und es gibt auch sehr, sehr viele andere Hadithe, auch dass man zum Beispiel viel Salawat auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht. Ja, und dadurch, dass man Salawat auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht und viele Segenswünsche für ihn spricht, gibt es auch Hadithe, dass jemand hilft und dir wirklich hilft, also auch physisch und mental. Und deswegen liebe ich es eine sehr, sehr wichtige Sache, inshallah. Und barakallahu fikum und jazakumullahu khairan. Und ich möchte mal versuchen, mal nicht so lange Vorträge zu halten, weil ich weiß, dass es sehr, 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 sehr schwer ist, eine Stunde zuzuhören. Deswegen, inshallah, wollte ich inshallah nur kurz versuchen, euch das mitzuteilen, was ich mitgeteilt habe und mir und euch diesen Ratschlag gebe, inshallah, dass wir versuchen, dass das zu uns gehört, zu unserem Leben gehört, zu unserem Tagesablauf gehört, zu unserer Routine gehört, so wie wir beten, so wie wir essen, so wie wir schlafen gehen, dass das immer gefüllt ist und immer, ja, nee, du fährst Auto, du fährst ja sowieso, ja. Manche von uns, die machen einfach Radio an, hören sich irgendeinen Quatsch an. Ja, irgendein Quatsch, ein Typ, der da irgendwas erzählt und zwischendurch Musik und zwischendurch Beleidigung und zwischendurch keine Ahnung was und dann Werbung keine Ahnung was für Werbung. Ja, und Zeitverschwendung. Am Ende des Tages ist es einfach Zeitverschwendung. Ist einfach weg. Ja, aber stellt euch mal vor, Barakallahu fikum, stellt euch mal vor, dieser Weg, ja, den man fährt hin oder zurück, jeden Tag. In diesem Weg gedenkst du Allah. In diesen 10 Minuten oder 5 Minuten, du wiederholst immer eine Sura. Die Sura hast du irgendwann drauf, nach einer Woche, nach 10 Tagen, nach einem Monat. Kannst du die Sura auswendig? Warum? Weil du hast sie 10.000 Mal gehört oder mitrezitiert. Zum Beispiel, ja, du gedenkst Allah, du machst Istighfar, Astaghfirullah, wa atubu ilayh, Astaghfirullah, oh Allah, vergebe mir, oh Allah, vergebe mir. Ja, du tankst selber. Ja, so wie du dein Auto tankst und alles. Du tankst, du machst dich stark. Und du wirst inshallah dadurch mehr Rizq bekommen und so weiter und so fort. Und das ist, liebe Geschwister, eine Sache, die wir alle versuchen müssen, inshallah, yani zu haben, wenn du irgendwo wartest. Ja, oft, wir warten einfach. Wir warten Arzttermin, auf den Bus, auf den Zug, auf den Flug oder irgendwas. Wir warten einfach und sitzen rum und gucken durch die Gegend und reden und hören und machen. Und, ja? Aber stell euch mal vor, wir füllen einfach diese Zeit. Ja, jede mögliche Zeit, die wir haben, dass wir das füllen. Entweder Koran, weil Koran ist die schönste Art und Weise, Allah zu gedenken. Ja, aber einfach allgemein, dass wir es einfach füllen mit Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar, Wala ilaha illallah, Wala hawla wala quwwata illa billah. Diese schönen Allah zu gedenken und Allah Lob zu preisen. Die beste Art, Allah Azza wa Jalla zu anzubeten. Möge Allah Azza wa Jalla uns allen
das richtige Verständnis geben, uns alle recht leiten, uns alle vergeben. Jazakumullahu khairan und barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bis morgen inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.